Argas Klimagerät mit drei Kammern ist das aufgebaut. Das ist die warme Seite. Auf dieser Seite wird die Warmluft, die wir abziehen aus dem Fahrgastraum, wird hier abgelassen. Da ist also alles warm. Das ist ein Wärmetransport und hier tun wir die Wärme abgelassen. Das ist der Verdichter, das ist der Motor von der Klima. Und wird hier oben abgelassen. Wir haben hier ganz links gegen uns 600 Volt Seite mit dem Fahrtrohrspannung, wo wir den heizen vor allem. Im oberen Teil sehen wir alle Steuergeräte, die auch Daten erfassen. Mit 400 Volt und mit 24 Volt Batteriespannung wird dort die Steuerung realisiert. Ganz links und ganz rechts haben wir Frischluftklappen, weil etwa 20% von der zugeführten Luft ist Frischluft, damit der Sauerstoffgehalt in der Luft immer optimal ist für den Fahrgast. Das zu den drei Kammern, wie so ein Gerät aufgebaut ist.